Moin moin ihr Lieben, ich bin's, euer Rouge83, ich sitze hier entspannt im Hub rum und das hat auch einen Grund, denn wir haben heute eine ganz besondere Folge von Frag einen, nämlich Frag einen Echtgeldhändler. Und mir ist es gelungen, einen Echtgeldhändler ausfindig zu machen hier auf Griefer Games, der bereit ist, ein Interview mit mir zu führen. Er hat vor einiger Zeit schon mal ein Interview mit Abge geführt, allerdings hat er da seine Stimme verzerrt und darauf hat er bei mir dieses Mal verzichtet. Und obwohl Abge ihn immer wieder gebannt hat, ist er trotzdem auch heute noch aktiv. So hat es mir zumindest berichtet. Einige von euch haben auch Fragen mit eingebracht vorher in meinem Discord-Server. Das heißt, diejenigen, die noch nicht bei mir im Discord sind, sich aber zukünftig bei den Videos mit einbringen wollen, die sollten dringend auf meinen Discord-Server joinen. Der Echtgeldhändler war natürlich nicht bereit, sich mit einem seiner echten Accounts zu zeigen, aus Angst gebannt zu werden. Deswegen werden wir nur seine Stimme hören und ich laufe in der Zeit einfach ein bisschen durch den Hub. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview. Es kommen super spannende Sachen dabei rum. Und er hat gesagt, sollten wir im Nachgang noch Fragen haben, dann darf ich nochmal auf ihn zukommen. Er wird nicht alles beantworten, er geht nicht ins tiefste Detail, aber er hat viele, viele Fragen beantwortet, die wirklich interessant waren. Ich wünsche euch viel Spaß im Interview. Also ich bin der Nick, ich bin Echtgeldhändler auf Griefer Games, mache das schon seit ein Jahr ungefähr. Hallo Nick, hast du als normaler Spieler auf Griefer Games angefangen? Ja, ich habe meine ersten Monate ganz normal legit gespielt, aber dann hat es mit dem ersten Duplizierungsbug angefangen und ich habe die Items in geringen Mengen verkauft, auch nur ein paar Items, weil der Bug war schnell gefixt. Und wie lange spielst du insgesamt jetzt schon auf Griefer Games, alles in allem? Insgesamt, ich meine, ich habe im Sommer 2018 angefangen und hier bis jetzt durch, nur mit halt mit kleinen Pausen. Und wie lange von dieser Zeit treibst du jetzt schon den Echtgeldhandel? Eigentlich kann man sagen, dass ich die ersten 4 Monate normal gespielt habe, dann habe ich ein bisschen Echtgeldhandel gemacht und dann halt eine Zeit lang eher weniger, weil keine Items, ich hatte keinen Bug erstmal. Und dann eigentlich das letzte Jahr habe ich nur für Echtgeldhandel gespielt. Also nicht gespielt, ich konnte ja nicht spielen. Mhm. Bist oder warst du ein bekannter Spieler? Ja, ich war tatsächlich schon sehr bekannt. Und mich kennen jetzt immer noch einige Leute, die jetzt immer noch drauf spielen. Auch eher größere Leute. Ja. Herr Barlin würde gerne wissen, wie kamst du auf den Gedanken, Echtgeldhandel zu betreiben? Naja, ich habe halt gemerkt, dass das halt einfaches verdientes Geld so. Und ich bin am Anfang, als ich auf den Server gejoint bin, schon mit einem Hintergedanken reingegangen mit 100k, 10 Euro so, das ist ein guter Kurs so, um das zu verkaufen. Und ich wollte als erstes am ersten Tag Leute für Echtgeld scannen, aber das habe ich dann irgendwann gelassen, weil Griefer Games hat mir dann persönlich auch Spaß gemacht. Und dann halt nach 4 Monaten bin ich wieder auf den Gedanken gekommen, ich habe jetzt Items wegen dem Cube-Bug und bin dann auf den Ende-Teams-Fig gegangen. Vielleicht kennt den noch welche Leute. Ja, dann hat's angefangen, weil es leicht verdientes Geld war. Ryloxy möchte gerne wissen, welche Items bzw. Geld handelst du und wo bekommst du das ganze Zeug her? Ich handle grundsätzlich nur Items wegen den Logs. Weil Geld kann man schnell nachvollziehen, von wo das kommt und so weiter. Und die Items bekomme ich von einem Lieferanten, der ich weiß nicht, von wo er die Items bekommt. Und für die bezahle ich einen Preis und mache dann pro Spawner ungefähr 5 Euro Gewinn, den ich verkaufe. Gibt es deines Wissens nach aktuell noch Möglichkeiten zu dupen auf Griefer Games? Das weiß ich ganz genau auch nicht, aber ich denke schon, aber das weiß ich nicht. Gehören auch bekannte Spieler, YouTuber oder gar Clans zu deinen Kunden? Früher hatte ich tatsächlich Clans, größere Clans. Aber jetzt eigentlich interessiere ich mich nicht mehr so wirklich für den Server, also kann ich die Spieler auch kaum zuordnen. Also früher auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht mehr. Weiß ich es nicht. Yaguri wüsste gern, wie viel verdienst du mit Echtgeldhandel und kannst du davon leben?
Leben leider nicht. Aber ich konnte früher leben, als ich einen guten Tubak hatte. Davon konnte man auf jeden Fall gut leben. Aber jetzt so eher nicht. Das ist eigentlich nur so ein kleiner Nebenverdienst als Jugendlicher. Also viel verdient man da nicht. Es kommt darauf an, in welcher Position du stehst. Wenn du auf Masse verkaufst, dann kannst du bestimmt davon sogar leicht leben, also schlecht leben, aber so als kleiner Weiterverkäufer eher nicht. Wurdest du jemals beim Echtgeldhandel erwischt? Und wenn ja, was ist dann passiert? Ich wurde schon öfters erwischt. Ich wurde einmal erwischt, allerdings wurde ich dann auch gebannt. Da habe ich mit jemandem auch ein Interview gemacht. Auch wie dasselbe wie mit dir gerade. Und ansonsten ich wurde zweimal erwischt sogar, weil einer hat bei mir mal gekauft, für 200 Euro oder so. Und dann meinte der, ja, ich lasse ihn auffliegen und dann wurde ich halt da nochmal gebannt. Ja, und die Konsequenzen waren eigentlich nur Bans. Mehr kam da eigentlich nicht. Warum hast du trotzdem weitergemacht? Naja, warum sollte ich nicht weitermachen, wenn das leicht verdientes Geld ist? Also, gibt ja keinen Grund aufzuhören eigentlich. Sind die Echtgeldhändler auf Griefer Games untereinander vernetzt? Ein bisschen schon. Ich habe ungefähr 4 Leute, die das machen und mit denen schreibt man so ein bisschen. Und mehrere Leute holen von einer Person Sachen so. Und wenn du von den 4 sprichst, sind das bekanntere Spieler oder sind das aktive Spieler? Früher war einer von denen recht bekannt. Einer von denen, von den anderen 3. Einer hat auch recht früh angefangen mit Echtgeld auf Ende auch. Mit denen habe ich seit 2 Jahren halt schon Kontakt ungefähr. Und der Rest, die anderen halt, die waren halt, die kamen irgendwann dazu, so man hat die kennengelernt. Kannst du uns sagen, wie es zu der großen Bannwelle Ende 2019 gekommen ist? Ende 2019? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es einfach irgendwann mitbekommen, dass die bannen wollen. Dann war schon etwas los. Jeder von meinen Käufern hatte auch Angst, gebannt zu werden. Aber tatsächlich wurden bei mir 2 Käufer gebannt. Oder 3 maximal. Ich weiß nicht warum. War auch ein Fehler von denen, finde ich. Findest du es richtig, was du tust? Ja, richtig. Ich weiß nicht. Ich meine, ich tue niemandem weh. Schwierig zu sagen. So abgewürgt bestimmt sich freuen, wenn die Leute Supreme-Kisten holen, anstatt bei mir was zu holen. Aber die Frage ist, ob die auch Supreme-Kisten holen würden, wenn ich nicht da wäre. Also, Supreme-Kisten sind ja in meiner Sicht nicht das Geld wert. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn oder falls einer deiner Kunden gebannt wird? Ja, schon, ja. Das hatte ich ja auch bei den 3 Leuten da. Die haben mir schon leid getan, weil einer hat auch echt viel sogar gekauft, verhältnismäßig. Aber das kann man dann auch nicht ändern. So, ich habe eine Woche drüber nachgedacht, aber dann war es mir auch eigentlich egal. Du hast es eingangs schon mal erwähnt, aber ich frage trotzdem nochmal klar. Hast du schon mal jemanden um sein Echtgeld gescammt? Nein, habe ich noch nicht. Ich wollte es am ersten Tag auf Griefer Games, da hatte ich einen Teamspeak-Channel. Vielleicht erinnert sich Bantor oder Zivak daran, weil die kamen dann auch in meinen Channel und haben mir das klar gesagt, dass verboten ist. Das wollte ich am ersten Tag machen, aber nein, ich wurde noch nicht um Echtgeld gescammt, aber ich habe noch niemanden um Echtgeld gescammt, aber ich wurde schon mal um Echtgeld gescammt. Herr Balin wüsste gern, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen? Ich würde, als ich den, sag ich mal, guten Tubak hatte, der privaten, sag ich mal, den niemand wusste, viel besser ausnutzen und mehr Geld verdienen dabei. Siehst du ein Ende deiner Echtgeldhandelkarriere? Nicht wirklich, es sei denn mein Lieferant von den Spawnern, also von den Items. Ich verkaufe ja nicht nur Spawner, aber Spawner ist die Hauptquelle, sag ich mal.
Wenn der aufhört, dann werde ich wahrscheinlich auch aufhören. Was schätzt du, wie viele Spawner du bereits in Umlauf gebracht hast? Schwierig. Stimmt, also über den gesamten Zeitraum bestimmt 14 Stacks. Ja, sogar. So, und zum Abschied stelle ich mich mal ganz bewusst hier im Hub zwischen Bantor und Zwieback, denn die beiden dürften ihre Freude an dem Interview haben, wenn sie es hören. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie etwas motivierter sind, wieder auf die Suche nach Echtgeldhändlern zu gehen. Das finde ich nicht verkehrt. Und ja, sie winken und drehen sich. Von daher, viel Spaß mit der Folge. Nein, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, meinte ich. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Schaut auch rein am Montag in meinem Livestream oder am Donnerstag in Redstone-Schule oder beim nächsten Frag ein. Bis dann, euer Rusch83.